Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um sowas, was sich Pattern Reload nennt oder Undo Unlimited, oder es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten, die man dafür verwenden kann. Im Endeffekt geht es darum, an einem Device an den Knöpfen rumzudrehen und in 0, nichts quasi auf den Originalzustand, womit man angefangen hat, wieder zurückzukommen. Wir haben das in einem Forum diskutiert und diese Möglichkeiten kamen dann zustande. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier so einen kleinen Track, nichts Besonderes, und einen Polysynth in Standardausführung. So, der Track, der hört sich jetzt erstmal so an. Und so weiter und so fort. Das Ganze wiederholt sich dann so. Und ich habe jetzt hier diesen Polysynth und möchte da jetzt einfach ein bisschen dran rumdrehen und machen und tun. So, und wenn ich das jetzt natürlich tue, kann ich immer mit Steuerung Z, wenn ich jetzt hier sowas verdrehe, mit Steuerung Z komme ich dann zurück oder eben auch hier oben unter Edits mit Undo und so weiter. Das geht natürlich, wenn ich eine kleine Änderung mache, aber wenn ich jetzt hier vollkommen durchdrehe und hier alles Mögliche verändere, habe ich keine Chance mehr, ordentlich zurückzukommen. Aber da gab es einen Vorschlag, den fand ich sehr, sehr gut, und zwar, wenn man jetzt hier einfach mal ein Makro hinzufügt und dieses Makro komplett aufdreht und sämtliche Änderungen dann nur mit gedrückter Modulation macht. Das heißt, wenn ich das jetzt laufen lasse, so, jetzt habe ich eine ganze Menge verändert, und dadurch, dass ich das hier mit dem Makro gemacht habe, sieht man auch, was ich hier genau verändert habe, und ich kann das ganze Ding jetzt hier wieder zurückdrehen. Und ich habe die eigentlichen Schalter überhaupt gar nicht verändert. Ich könnte jetzt auch zwischen den verschiedenen Stadien hin und her morphen, wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse. Das ist eine schöne Geschichte, wenn ich jetzt halt wirklich da alles Mögliche verändern möchte und dann halt einfach wieder zurück zum Sound zurück möchte. Das ist eine Seite der Geschichte. So, wenn ich jetzt natürlich noch hier zum Beispiel einen Phaser mit am Start habe und dann vielleicht noch einen Reverb, machen wir es nicht allzu kompliziert. So, dann habe ich schon mal das Problem, dass ich das nicht mehr mit diesem Makro hier erreiche. Ich kann natürlich diese Sachen alle noch in den FX-Container reinmachen, dann erreiche ich das wieder damit. Aber was ich an der Stelle zum Beispiel ganz gerne mache, ich nehme hier so einen Chain und packe alles in diesen Chain hinein und mache das dann hier nicht mit diesem Makro, sondern eben mit diesem Makro in dem Chain. Und habe jetzt quasi alles, was in dieser Chain ist, also der Polysynth, der Phaser Plus und den Reverb, habe ich jetzt quasi hier in Verbindung, dass ich das mit einstellen kann. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach mal hier den Mix alles komplett ausmachen. Habe jetzt den hier auf Modulation eingestellt und spiele jetzt hier einfach rum.
das ist schon mal eine wahnsinnig super Möglichkeit, wie man das alles machen kann. Jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit. Ich lösche den hier auch mal wieder und ich bin wieder beim Original, außer dass diese Devices mit eingeschaltet sind, aber nicht mit quasi mitspielen an der Stelle. Ich gehe jetzt einfach hin und gruppiere das Ganze mit Steuerung G. Dann kriege ich hier einen Layer und genau das so wollte ich nämlich nicht. Was ich an der Stelle haben will, ist ein Instrument Selector und der ist bei den Instrumenten hier drin. Und da schmeiße ich jetzt die Chain hier rein. So. Und benenne die vielleicht nicht als Chain, sondern vielleicht als Polysynth oder einfach nur Poly und hinten dran Original. Original. So. Dann schmeiße ich hier wieder vorsorglich einen Makro rein, wie ich das haben will, oder lasse es auch draußen, ist völlig egal. So, jetzt habe ich an dieser Stelle mein Originalinstrument mit allen Effekten, die ich an- oder ausgeschalten habe, im ersten Instrument Layer und kann jetzt einfach mit Steuerung D oder hier müsste es auch mit Duplicate gehen, kann ich mir das Ganze duplizieren. Ist jetzt blöd, dass er da jetzt nicht automatisch nummeriert oder so. Nehme ich jetzt einfach das Original weg und jetzt habe ich ein absolutes Duplikat von dem hier und könnte jetzt hingehen, das wieder hier mitmachen, aufdrehen und alles Mögliche hier verändern, was ich hier einfach verändern möchte. Zum Beispiel und natürlich hinten die Effekte nicht vergessen. Effekte sind immer wichtig. Und Speed hier runter und und. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ohne dass ich hier an dem Drehregler drehe, einfach hier die Instrumente zu wechseln. So, und das kann man natürlich auch getrennt voneinander machen, indem dass man jetzt zum Beispiel nur diesen Makromodulator nimmt, um alles zu verändern. Oder man lässt das hier einfach im Original, macht ein Duplikat davon. Muss vielleicht auch gar nicht den Makromodulator nehmen, sondern dreht hier einfach wie wild an irgendetwas rum. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man das hier wieder löschen, macht wieder ein neues Duplikat von dem Original, von der gesamten Device-Effektkette. Das Schöne an dieser Lösung mit diesem Makromodulator ist halt einfach, dass man wirklich mit einer Drehung von Original nach Ziel hin morphen kann. Und das birgt natürlich dann auch wieder ein paar andere schöne Möglichkeiten, die man für sich hier entdecken kann. Das ist die Lösung von diesem, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht bessere Begriffe dafür habt, für dieses Pattern Reload. Der Begriff stammt von jemand, der danach gefragt hat und der das von einem Gerät kennt. Ich weiß nicht, ob das Elektron war oder so. Falls ihr da bessere Begriffe kennt, schreibt es in die Kommentare darunter. Dann ist es vielleicht auch besser auffindbar, wenn Leute da nach so einer Möglichkeit einfach suchen. So. Das ist die Lösung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich euch noch um Folgendes bitten. Ein klein bisschen Liebe für den Kanal. Am allerliebsten Kommentare, weil es kam jetzt auch in letzter Zeit öfter mal ein paar Fragen rein, aus denen dann auch das ein oder andere Tutorial wieder entstanden ist. Und auch eine gute Informationen und auch Korrektur über die Kommentare finde ich auch immer sehr wertvoll, gerade wenn mir dann auch Fehler den Videos passieren, was ja nicht ausgeschlossen ist. Und einfach auch für alle anderen, die sich dann die Kommentare durchlesen, vielleicht den einen oder anderen wertvollen Trick oder vielleicht auch ganz, ganz simplen Trick, den man aber dann vielleicht einfach aus der Komplexität heraus gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich hoffe, ich sehe euch in einem der nächsten Tutorials wieder. Bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.